Also mein Eindruck ist, dass das überhaupt keine neue Entwicklung ist. Es ist ja eigentlich schon so, dass seit mindestens 20 Jahren ich dieser Glaube, fast religiöse Glaube an den Tech-Fix im Silicon Valley propagiert wird. Ja, also diese Vorstellung, dass man mit Technologie gesellschaftliche Probleme lösen kann. Wir werfen da einfach eine technologische Lösung drauf und dann passt das schon. Das ist jetzt keine besonders neue Entwicklung derzeit. Also ich glaube, was wir aber heute sehen können, ist, dass es eine Fortsetzung von diesem Tech-Fix-Glauben gibt. Und im Moment äußert sich das vor allem darin, dass algorithmische Entscheidungsprozesse als so eine Art gesellschaftliches Allheilmittel propagiert werden für verschiedene Bereiche. Also sei es jetzt zum Beispiel Rassismus, sexistische Äußerungen im Netz auf Social Media herauszufiltern. Und da sehen wir eben erstens, die Technologien sind überhaupt nicht so weit, wie dieser Name künstliche Intelligenz das oft suggeriert. Das hat einfach nur was mit stumpfer Mustererkennung zu tun und es ist eben oft sehr schwierig, Nuancen zum Beispiel von Rassismus und Sexismus zu erkennen. Und außerdem sind das eben, wie gesagt, technologische Pflaster, die wir versuchen, auf ein gesamtgesellschaftliches Problem zu kleben, die das Problem selbst natürlich nicht lösen werden. Ich würde mir wünschen, dass mehr Diskussion darüber stattfindet, wofür, also zu welchem Zweck diese Systeme überhaupt eingesetzt werden. Denn es gibt ja, ist ja an sich nicht das Problem, dass man algorithmische Entscheidungsprozesse einsetzt, um zum Beispiel Menschen in ihren Entscheidungen zu unterstützen oder um Demokratie zu stützen, um Einzelne besser fördern zu können oder tatsächlich Probleme zu lösen. Aber im Moment ist es so, dass wir diese Prozesse ganz oft einsetzen, um einfach Mangel zu verwalten, dass oft gar nicht klar kommuniziert wird, was soll hier jetzt eigentlich gerade gelöst werden, warum setzen wir ein System ein, tun wir es, weil wir sowieso zu wenig Geld in dieser Verwaltung haben und einfach noch mehr Geld einsparen wollen dadurch, oder tun wir es, um zum Beispiel tatsächlich besser auf Menschen eingehen zu können.